Ein Pilz, der sich von Radioaktivität ernährt, wurde bei Tschernobyl gefunden. Er ist schwarz und gedeiht direkt bei den Resten des Reaktorblocks und er ist mittlerweile Teil einer NASA-Forschung. Ob der Pilz unser Radioaktivitätsproblem lösen kann und ob wir von der Struktur des Pilzes lernen können, darum geht's heute und damit willkommen bei Breaking Lab. Jakob hier, los geht's! Schon 1991, also 5 Jahre nach dem GAU von Tschernobyl, wurde ein Pilz entdeckt, der sich in Richtung der am stärksten verseuchten Zonen ausbreitete. Im Reaktorblock 4, der in Tschernobyl explodierte, fand man eine große Population der Pilze Cryptococcus neoformans und Vangiella dermatitidis. Die Pilze werden in Gegenwart von radioaktiver Strahlung dunkel und wandeln die Gammastrahlung in chemische Energie. Tatsächlich sollen diese Pilze in der Medizin und Raumfahrt Einsatz finden, aber bevor wir uns das anschauen, erstmal, was passiert dort genau? Gammastrahlung hat eine sehr große Reichweite, durchdringt alle Materialien und kann nur durch extrem dicke Bleischichten abgehalten werden. Man sagt auch, sie hat ein hohes Durchdringungsvermögen. Na, und dieser Pilz, der ist da auch extrem gut drin. Ich habe ja schon gesagt, dass der Pilz in radioaktiver Umgebung deutlich schwärzer wird. Das kommt durch Melanin und das kennt ihr vielleicht, denn das ist auch der Stoff, der unsere Haut beim Bräunen vor der ultravioletten Strahlung schützt. Im Pilz läuft das Ganze dann so ab. Die Gammastrahlung wird aufgenommen und durch das Melanin in chemische Energie umgewandelt, welche wiederum das Wachstum des Pilzes ankurbelt. Das Ganze hat den schönen Namen Radiosynthese. Und dieser Schutz ist bei vielen Dingen wichtig. Und gleich komme ich auch noch zu einer ziemlich coolen Idee, wie man diesen Pilz nutzen kann, um daraus Strom zu gewinnen. Momentan wird getestet, ob der Pilz in der Raumfahrt als Schutz für die Raumfahrer dienen kann. Denn die radioaktive Strahlung im All ist eine ziemlich große Belastung, gerade wenn geplant wird, lange Reisen durchs All zu unternehmen. Und gleichzeitig ist jeder Schutz, den man mitnimmt, zusätzliches Gewicht, was wiederum den Treibstoffbedarf massiv erhöht, weil jedes bisschen mehr Treibstoff durch noch mehr Treibstoff kompensiert werden muss und so weiter. Ihr seht, das ist ein Teufelskreis. Na, und die Pilze könnten also wachsen, je mehr Strahlung ihnen im All begegnet. Und was ich hier faszinierend finde, Forscher haben beobachtet, dass sich durch eine starke Strahlenbelastung die Struktur des Melanins verändert hat, sodass es 4-mal effizienter in der Umwandlung der Strahlung ist. Und was ich auch noch ziemlich krass fand, das Bundesamt für Strahlenschutz warnt noch heute vor radioaktiv verseuchten Pilzen in deutschen Wäldern. Also das ist ziemlich krass, wenn man sich überlegt, wie lange das mittlerweile her ist. Ach, und hier nochmal ein kurzer Überblick, wieso Dinge überhaupt radioaktiv strahlen. Also einige Atomkerne, wie zum Beispiel Uran, sind extrem instabil, also fallen leicht auseinander. Und wenn sie auseinanderfallen und es 2 kleinere Atomkerne gibt, dann haben diese Kerne zu viel Energie. Und ihr wisst ja, Energie kann nicht verschwinden, durch die Energieerhaltung ist das gegeben. Und deshalb wird diese überschüssige Energie in Form von Gammastrahlung abgegeben. Die unterscheidet sich dann von der Alpha- und Beta-Strahlung, insofern, dass die beiden Teilchenstrahlung sind und die Gammastrahlung halt nur diese Energie umwandelt und damit elektromagnetische Strahlung ist. Aber nun zum medizinischen Nutzen, bevor wir uns endlich dem Energiethema widmen. Und hier gibt es 2 spannende Faktoren. Der erste hängt damit zusammen, dass man lange Zeit nicht wusste, was die Funktion von Melanin in Pilzen ist. Durch Experimente, in denen man die Pilze bestrahlte und ihr Wachstum gemessen hat, konnte man erkennen, dass die Strahlung in Energie umgeformt wurde, mit welcher der Pilz dann größer wachsen konnte. Hieraus schließen die Forscher nun, dass auch das Melanin in unseren menschlichen Zellen, was mit den Melanin in den Pilzen chemisch identisch ist, die Hautzellen mit Energie versorgt. Eine wichtige und spannende Erkenntnis. Und ein zweiter wichtiger Aspekt hierbei ist die Medizin. Also mit Hilfe von diesen Pilzen sollen Patienten gezielter vor radioaktiver Strahlung, zum Beispiel bei der Bestrahlung beim Krebs, geschützt werden. Hierbei werden momentan noch viele Ergebnisse zurückgehalten. Aber bei meinen Recherchen bin ich auf Forscher des USC Labs gestoßen. Und die haben die Hoffnung geäußert, dass mit Hilfe der Pilze Medikamente hergestellt werden können, die vor radioaktiver Strahlung schützen. Das Ganze wäre dann so eine Art Sonnencreme gegen radioaktive Strahlung, aber im Körper drin. Dass diese Methode, also Pilze zur Gewinnung von Medizin, nicht neu ist, das wissen wir ja bereits seit Penicillin, was ebenfalls vom Pilz abstammt. Und generell sind Pilze einer der entscheidendsten Helfer, wenn es um die Produktion von Medikamenten geht. Und was ich hier faszinierend finde, der Forscher des USC hat berichtet, dass 400 bis 500 Gene in einem Pilz still sind, also unter normalen Umständen nicht in Erscheinung treten. Kommt es aber zu Stresssituationen wie durch radioaktive Strahlung oder halt durch Mikrogravitation im Weltall, dann werden Teile dieser Gene aktiv und spannend, denn dann kann man plötzlich Eigenschaften feststellen, die man für andere Sachen nutzen kann. Und bevor wir nun endlich zur Energieversorgung kommen, wenn ihr mir beim Wachsen helfen wollt, dann könnt ihr jetzt mal ganz kurz auf Abonnieren klicken.
Sorry, das musste sein. Also, die Forscher gehen davon aus, dass die Pilze nicht nur zum Schutz und zur Reduzierung von Strahlung beitragen können, sondern dass sie auch ein interessanter Player im Bereich der Energiegewinnung werden könnten. Ein Forscher vom MIT steckt hier zuvor in hohen Regionen, wo nichts wächst, die Strahlung aber stärker ist, Pilze anwachsen zu lassen und die Biomasse der Pilze als Brenn- oder Treibstoff einzusetzen. Und die Forscher machen noch eine Sache klar. Nicht nur Pilze sind in der Lage, sich von radioaktiver Strahlung zu ernähren, auch Bakterien können dies erreichen. Und das erinnert mich stark an E. coli-Bakterien, die sich von CO2 ernähren. Israelische Forscher haben die Bakterien durch eine geschickte Zwangsdiät, also ähnlich wie bei den radioaktiven Pilzen, dazu gebracht, sich von CO2 zu ernähren. Hier klicken und das ganze Video sehen.